Jo, ich bin Boris Benger. MAB-Qualifikation. Ich habe mal Beat im Internet eingegeben. Das war das erste, was kam. This is Mixlaw Production. Ja. Ja, ich freestyle jetzt ein bisschen, ja? Okay. Ich bin Boris Benger. Habe einen langen Schwanz, du nichts, wenn du wickst, hast du nichts in der Hand. Denn wenn ich deine Mutter fiste, gebe ich ihr einen Tritt zwischen die Titten. Dann fick ich deine Mutter mit einem Bleimesser, denn du bist ein Hurensohn und da ist sogar Scheibesser. Ja, ich beiße die Mettenlein, denn du wirst ein Vetter sein. Und dann nehme ich deine Mutter in Anal und dann ficke ich sie mit einem... Dann kreuze ich sie mit einem Wal. Das passt nämlich zu ihr, wie zu mir ein Kasten voll Bier. Ja. Soziales Handeln, soziale Normen und Werte, wie jede andere Wissenschaft, die sich eigenständig Disziplinen abgrenzen lässt, erfasst sich die Soziologie analytisch einem bestimmten Ausschnitt von der menschenzugänglichen Wirklichkeit. Realität, ein grundlegender Bereich der von der sozialen auserklärenden Wirklichkeit, ist die soziale Handeln in allen Dimensionen. Ja, deckt die sozial heißen Sozialwissenschaftsperspektive auf den ein oder anderen Mitmenschen Latein Sozius Gefährte bezogen. Also zwischenmenschlich. Zum sozialen Handeln gehört der unmittelbare Austausch mit anderen Personen, ebenso wie die Gruppe, Organisation, Institution und die Gesellschaft vorstrukturierender Beziehungsmuster der sozialen Handels. Gemeint ist, dass die soziale Handel der Menschen nach einem bestimmten Regeln und in bestimmten Formen abläuft und dass die Regeln in Formen der eine gewisse Konstant haben. Diese Zusammenhänge wird ein Individuum einsichtig, da praktisch erfahrbar mit kognitiv verständnismäßig nachvollziehbar. Mit dieser Alltagsverständnis kann man auch Soziologie jedoch nicht zufrieden geben. Sie fragt nach den Grundlagen der wechselseitigen Orientierung des Verhaltens und den Bedingungen seiner Kontinuität, Dauerhaftigkeit. Bei der Erläuterung dieser Grundlagen bekommt der